Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es darum, wieso du dich für die große Liebe blockierst und wie du es schaffst, genau da wieder rauszukommen. Viel Spaß damit. So ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wieso die meisten Menschen sich für die große Liebe blockieren und wie du es schaffst, genau da wieder rauszukommen. Ich möchte hier einige wesentliche Ansätze nennen, die meiner Erfahrung nach der letzten Jahre im Coaching-Bereich extrem verbreitet sind. Und genau darum möchte ich genau da ansetzen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen betrifft. Punkt Nummer 1. Sehr viele Menschen haben schon einmal in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, sehr verliebt zu sein. Und noch mehr Menschen von diesen Menschen wurden irgendwann einmal von der Liebe oder von dem Verliebtsein enttäuscht oder haben großen Schmerz erlitten, ne, von der ersten großen Liebe eventuell, hatten vielleicht eine harte Trennung hinter sich. Was jetzt passiert, in erster Linie bei sehr vielen Menschen, ist erstens, es wird die Kausalität gezogen, dass Liebe wehtut. Und das ist der erste Trugschluss. Denn das, was uns so weh tut, zum Beispiel nach einer Trennung, zum Beispiel nach der ersten großen Liebe, hat nichts zu tun mit der Liebe. Es tritt zufälligerweise zeitgleich auf mit dem Phänomen der Liebe, wenn das denn Liebe ist, aber das ist ein neues Video. Es tritt zufälligerweise gleichzeitig damit auf. Aber das hat nicht wirklich was zu tun mit Liebe. Und das klingt jetzt etwas weit hergeholt, weil die meisten Menschen, die dieses Video hier schauen, haben für sich diese innere Gewissheit, warte mal, ich weiß auch wohl am besten, wie sich das angefühlt hat nach der Trennung, als ich geliebt habe. Und ich verstehe dich vollkommen, denn es war bei mir ganz genauso. Der Punkt ist aber, dass wahre Liebe nicht das ist, was wir erwarten zu bekommen von unserem Gegenüber, sondern es ist das, was wir bereit sind zu geben. Das heißt, wenn wir wahrhaftig lieben, und unser Partner oder unsere Partnerin trennt sich von uns. Denn sind die Gedanken, die mit wahrer Liebe einhergehen, solche wie, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung für die Frau oder den Mann, den ich liebe, und es geht ihr oder ihm mit dieser Entscheidung besser. Das wäre zum Beispiel einer der Gedanken, die auf Liebe basieren würden. Aber wie verbreitet sind solche Gedanken, wenn wir uns im Außen umsehen? Was sind es für Gedanken, die oftmals nach einer Trennung in unseren Köpfen sind? Oftmals haben wir Gedanken wie, wieso hat er oder hat sie mich verlassen? Oftmals stellen wir uns sogar die Frage, wie wir ihn oder wie wir sie wieder zurückbekommen. Aber lass uns das einmal runterbrechen zusammen. In dem Moment, wenn wir uns die Frage stellen, wie der Mensch, der einen freien Willen hat, an unserer Seite war, für sich selbst, autark, die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr mit uns zusammen sein zu wollen, wenn wir uns in dem Moment die Frage stellen, wie kann ich diesen Menschen trotzdem wieder in meinem Leben haben, dann ist das in erster Linie de facto so ziemlich das Gegenteil von Liebe. Denn es hat nichts mit Geben zu tun und vor allem hat es nichts zu tun mit dem Wohl von der Person, die wir lieben, sondern es hat lediglich was zu tun mit uns, ne? Das heißt, es sind die ich-bezogenen Gedanken, es ist unser Ego, was schmerzt nach einer Trennung. Es tritt oftmals selbstverständlich zeitgleich auf mit dem Phänomen der Liebe. Aber das, was weh tut, ist nicht die Liebe selbst. Die Liebe selbst ist das, was sich wundervoll anfühlt, auf allen Ebenen und vermutlich das genaue Gegenteil von Schmerz oder Trauer. Es ist das Ego und die ego-bezogenen Ich-Gedanken, die Schmerzen, die Gedanken wie, wie kann ich sie oder ihn zurückbekommen? Wie kann ich ihn oder sie wieder in meinem Leben haben, damit ich nicht alleine bin, damit ich ihn oder sie wieder an meiner Seite habe, weil es mir mit ihm oder ihr doch so viel besser geht. Ne?
Das heißt, der erste Punkt ist der Trugschluss, dass Liebe wehtut. Denn Liebe tut nicht weh. Aber in dem Moment, wenn wir glauben, dass Liebe wehtut, neigen wir dazu, und das ist die Kausalität, die wir dann ziehen, Liebe tut weh, und weil wir nicht wollen, dass uns irgendwas wehtut, ziehen wir nach der ersten großen Liebe oftmals den genialen Rückschluss in unseren Köpfen. Okay, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt verschließe ich mich. Vertrauen werde ich nicht mehr verschenken. Das muss ich mein Gegenüber jetzt erstmal verarbeiten, dass ich derjenige bin, der sich für mein Gegenüber öffnet, weil so einfach mache ich das nicht mehr. Ich weiß ja, wie weh das tut. Ich habe das ja bei Peter oder Lisa schon erfahren. Und jetzt werde ich mich erstmal verschließen und so leicht öffne ich mich nicht mehr. Ne? Das sind dann so die genialen Rückschlüsse, die wir uns dann ziehen. Aufgrund den falschen Kausalitäten, die wir in der Vergangenheit dann gezogen haben. So, was jetzt aber passiert, ist Folgendes. Wir haben jetzt diesen Gedanken, dass in dem Moment, wo wir uns verschließen, wir so eine Art sicherer in die nächste Beziehung gehen können, mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit, verletzt zu werden. Und das ist zum Teil auch richtig. Die Wahrscheinlichkeit, verletzt zu werden, in dem Moment, wenn man sich von seinen eigenen Gefühlen abkapselt und sich verschließt, ist geringer. Das ist korrekt. Und es ist nun mal so, dass die meisten Menschen Freude gewinnen wollen, aber in der Regel, und das ist noch viel wichtiger, Schmerz vermeiden wollen. Jetzt ist der eigentliche Punkt aber folgender. In dem Moment, wenn wir Schmerz vermeiden wollen in Bezug auf die Liebe oder den Ego-Gedanken, die damit einhergehen und uns deshalb verschließen und Vertrauen nicht mehr verschenken und so weiter und so fort, ist das im übertragenen Sinne so ungefähr das Beispiel, wie wenn du dir jetzt denken würdest, ach, da draußen, da herrscht so eine hohe Kriminalitätsrate und das mit dem Straßenverkehr ist so gefährlich, also schließe ich mich den Rest meines Lebens in meiner Wohnung ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann im Straßenverkehr oder aufgrund einer Gewalttat irgendwas passiert, ist de facto wesentlich geringer. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann way to go, dann ist das in Ordnung. Aber du verpasst eventuell das Beste. Eventuell verpasst du all die Möglichkeiten da draußen, all die Ereignisse, all die Events, all die Freundschaften, die entstehen können, all die Verbindungen, die entstehen können, all die Aktivitäten da draußen, all die Jahreszeiten. Eventuell verpasst du all das, wenn du das Spiel sicher spielst, wenn du auf Nummer sicher gehst, wenn du kein Risiko eingehen möchtest, wenn du dich wortwörtlich verschließt. Und nichts anderes ist das in puncto Liebe. In dem Moment, wo du eine Barriere vor dir aufbaust, eine Mauer, die sich nicht mehr so leicht durchbrechen lässt und nicht die eigentliche Person hindurchscheinen lässt, die du eigentlich bist, die liebenswerte Person, die lieben kann, die Person, die geliebt werden will, sondern eine Mauer vor dir aufbaust, die nur dafür zuträglich ist, dass du nicht mehr so verletzt wirst wie bei deiner ersten großen Liebe. In dem Moment passiert Folgendes, und zwar die Menschen, die du kennenlernst, werden nicht wirklich dich sehen, sondern sie werden deine Maske sehen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie soll eine Person, die dich kennenlernt, dich für das lieben, was du wahrhaftig bist und was du auch weißt zu sein, wenn du nach außen hin nicht die Person zeigst, die du wahrhaftig bist, sondern die Person zeigst, die sich verschließt. Und genau da drehen wir uns im Kreis. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich da draußen umhergehe und Menschen begleite, dass wir hauptsächlich oder sehr viele Menschen haben, die mit ihrem Panzer, in ihrer verschlossenen Art, mit ihrer Barriere durchs Leben gehen und eben
auf Angst basiert umhergehen und nicht trauen, die Person zu zeigen, die sie wahrhaftig sind, was dazu führt, dass sie glauben, dass sie sich immer nur so ein ganz kleines Stück weit öffnen können in dem Moment, wo sich der Partner öffnet. Das wiederum setzt sie in eine komplette Abhängigkeit dahingehend, dass ihr Gegenüber bereit ist, mehr mutiger zu sein und sich mehr zu öffnen, als sie es selbst sind. Und das ist auf vielen Ebenen nicht die gesündeste Art und Weise, um eine harmonische und liebevolle Beziehung zu finden. Es heißt so schön, dass man Gefühle verschenken sollte und nicht investieren. Aber genau das ist der Punkt, den ich immer wieder höre und den ich immer wieder in Nachrichten zu hören bekomme. Und zwar, dass ich weiß nicht, ob ich bereit bin, Gefühle zu investieren. In dem Moment, wenn du Gefühle investieren möchtest, anstatt sie zu verschenken, wird es ein Handel. Du schaust, was hat die Person getan? Ist sie gut genug für mich? Bin ich jetzt bereit, was zu investieren von der Person, von der liebenswerten Person, die du eigentlich hinter der Maske bist? Aber dann wird es zu einem Handel. Dann wird es nicht zu wahrer Liebe. Denn wahre Liebe ist es dann, wenn du in Kauf nimmst, dass dir etwas wehtut, zugunsten für das, was du dafür alles bekommen kannst, und zwar die wahre, große Liebe. Das heißt, wie kommst du da raus aus diesem Teufelskreis? Es ist ein Wort, was uns allen bekannt ist, in verschiedenen Kontexten, und das ist Mut. Das heißt, es ist wichtig, dass man in Bezug auf Liebe sich nicht von der Angst beherrschen lässt, verletzt zu werden und das vermeiden zu wollen, sondern dass man sich von dem Mut regieren lässt, das bekommen zu wollen, was alle Menschen in letzter Essenz wahrhaftig wollen, zu lieben und geliebt zu werden. Das war's mit diesem Video, ihr Lieben. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet was daraus mitnehmen, oder es könnte einem Freund oder einem Bekannten von euch interessieren, schickt es gerne weiter, teilt es, damit würdet ihr mir auch mega helfen. Jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, adios.